Herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Daily Shop vom 25.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, so. Wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Ja, die Fischstäbchen von gestern sind wieder da. Ja, Fischstäbchen gestern schon drin gewesen, aber ich könnte jetzt mal deine Noten dazu. Okay. Aber gut, Fischstäbchen hast du schon oft bewertet, wie du fandest, aber glitschig, Fischgesicht, wie fandest du glitschig? Boah, ich fand das ganz nice eigentlich. Ich fand es 7 von 10. 7 von 10, wir können mal ganz kurz schauen. Ihr könnt gerne in diese recht obere Ecke schauen, da ist dann das Video zu der Vorstellung verlinkt. Also, da haben wir jetzt aktuell 4,85 bei 10 Votes zum ersten Mal am 24. 8 von 5. 2015 drin gewesen, genau. Holy shit. Okay, Fischgesicht. Dann das Fischgesicht, wie findest du das? Ich finde das, naja. Achso, jetzt klicke ich hier gerade. Also, Fischgesicht. Also, dieses Fischgesicht, Herr Gleich hat gesagt, das erinnert immer an so eine Super Soaker. Genau. Aber, Leute, was ist das? 3 von 10. Okay, dann gucken wir mal. Fishface. Ja, Super Soaker Style. 5 von 5 bei 2 Votes. War ich ja nah dran. Warst du sehr nah dran. So, den Rest, wie gesagt, oben in der rechten Ecke. Dann haben wir jetzt, wir haben da unten einen neuen Emote. Den Ratschlag. Ich denke schon in etwa zu wissen, wie das dann aussehen wird. Gab es ja schon mal sowas. Endlosrad hieß das, glaube ich, damals, ne? So. Sowas hart. So, dann haben wir hier den Laserbeißer, den Laserchomp, 10 von 10, mega geiles Teil. 10 von 10, hallo? Ja. 10 von 10. Für 1500 V-Bucks, du auch, okay. Ja. Also Leute, übrigens, wir können ja mal eine Folge machen, Herr Gleich, ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast, dass wir erraten müssen, was die Leute geben. Quasi beim Laserchomp oder sowas, wir müssen sagen, Die meisten kennen wir schon. Dann müssten wir sowas machen bei neuen Skins. Okay, können wir ja machen. Das ist ja noch hier im Auto. Also, Laserchomp 4,38 von 5 bei 60 Votes. Am 27. Juli 2018 ist er erstmal drin gewesen. 8 Mal seitdem 62 wie meines. So, dann haben wir den bissigen Taucher. Was hältst du von dem? 3 von 10. 3 von 10. Fandest du nicht damals mal diese Rückenflosse so geil? Ja. Für 2000 V-Bucks das Teil. Ist halt irgendwie so ein Kult. Skin, ne? Ich finde den aber auch nicht so toll. Aber inzwischen gebe ich ja Kult-Skins auch schon bessere Noten. 7 von 10. Nein, 5 von 10. 5 von 10. So, was hast denn du? Das ist der Chomp Senior. Oh. So, hätte mich jetzt gewundert. 2,96 von 5 bei 164 Votes. 22. Juli 2018 ist das erstmal drin gewesen. Aber ich glaube, das ist 2,96 schon ganz gut für 100 Votes. Ja. Für 200 Votes sogar. Der ist geil. Der kleine Mampfer ist mega geil. 10 von 10. Der OG-Pickel, die ist nice. 10 von 10. Ja. Ah, das ist Hammer. 4,18 von 5 bei 28 Votes. Am 2. Februar 2018 ist erstmal drin über 17 Mal, seitdem 46 Reminders. Ja, das letzte Mal im Shop am 13. April 2019. So, dann sind wir hier auch schon durch. Dann sind wir beim Taro. Ich finde den eigentlich ganz. Sieht ein bisschen strange aus, ja, wie so ein Walddämon oder sowas, keine Ahnung, kriegt von mir, so ein japanisches Teil halt, kriegt von mir 7 von 10 der Taro für 1500 V-Bucks. Was kriegt er von dir? Hinten sieht cool 8 aus. 8 von 10. 8 von 10 sogar Taro. Und dann gibt's hier noch die Nara. Jo, 4,04 von 5 bei 25 Votes am 25. November 2018 ist erstmal drin gewesen, seitdem 6x88 Reminders, das letzte Mal im Shop am 30. März 2019. So, dann haben wir die Nara, wie ich schon gesagt habe, für 15 V-Bucks kriegt genauso eine Benotung von mir, 7 von 10. Was kriegt sie von dir? 8 von 10. Auch 8 von 10, okay, dann haben wir die Nara. Und die hat ein Voting von 4 von 5 bei 32 Votes. 25. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 6 Mal seitdem. 76 Reminders. Letzte Mal im Shop am 30. März. 2018. So, dann haben wir den Torwächter für 500 V-Bucks. Die Picke. Finde ich nicht nice. 6 von 10 kriegt die von mir. Von mir 3.
Müsste ja, der Gatekeeper sein. Gatekeeper. 3,27 von 5 bei 11 Votes am 25. November 2018. Das erste Mal drin, wir 6 Mal seit dem 11 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 30. März. Genau. War einmal das komplette Set dann wohl drin. So, dann der Flugkarpfen. Der unser nice. Pokéball hier mit Schuppen. Der ist nice. Ja, definitiv. 8 von 10. 9 von 10. Oder sogar 10 von 10. Flying Carp müsste das sein. Genau, Flying Carp hat hier 4,19 von 5 bei 16 Votes. Jo. 8 Mal im Shop gewesen, 23 Reminders. Brauchen wir nicht mehr zu schauen, wann er das letzte Mal drin war. Dann sind wir bei den Daily Items angelangt. Das ist hier der Rapscallion oder die Gaunerin für 1500 V-Bucks. Ja, 7 von 10. Halt mega beliebtes Teil. Dahin. 7 von 10 inzwischen, ja. Ich finde das Backpack auch ganz cool. Und ich habe mich inzwischen dran gewöhnt an das Ding. Ja. Okay, nee, ich gebe 5. So, Rapscallion, eine der beliebtesten Skins dieses Spiels. Ja. Oh. Hammerhart, 4,67 von 5 bei 78 Votes, 245 Reminders, am 3. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. Wie? Ich habe gedacht, dass der schon längst, der ist gefühlt 1000 Jahre alt. Und am 7. Mai 2019 das letzte Mal drin gewesen, also noch gar nicht so lange her. So, dann haben wir diesen Prisma, den finde ich persönlich nicht so wirklich. Das sieht halt aus wie ein Standardgleiter, ne? Der kriegt von mir nur 3 von 10. Da gleich ja immer bei No Skins und bei Hängegleiter, also bei Standardgleitern, immer mehr gibt als er normalerweise würde, so 3 Punkte mehr, gebe ich dem Ganzen 3 Punkte. Die habe ich auch gegeben. Ja, aber normalerweise gibt es ja 3 Punkte mehr bei Standardgleiter. Und jetzt gebe ich. Ja, und. Das mache ich genauso wie bei dir und jetzt 3. Muss ich nicht verstehen. 3,23 von 5 bei 22 Votes am 12. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 44 Mal schon, alter Vater. So, da haben wir das letzte Mal im Shop gewesen am 27. April 2019. Auch sprichst du mir nach? Ich war zuerst. Der ist geil. Schwer beschäftigt für 500 V-Bucks. Der ist geil. 9 von 10. 10 von 10. Das ist saugeil. Dieser Emote ist saugeil. Das ist der Busy Emote. Und der Busy Emote hat hier ein Voting von 4,12 von 5 bei 26 Votes. 5. November 2018 ist das erstmal drin gewesen. 5 Mal seitdem 110 Reminders. Letzte Mal im Shop am 8. März 2019. So, dann haben wir hier diesen Dreierstern. Das Ding hätte ich gerne so zu Hause. Warum? Für 800 V-Bucks. Ja, wenn du dann wieder frech wirst und mir wieder irgendwas kaputt machst im Spiel, dann packe ich den aus. So. Heute Morgen, ich gebe dem 7 von 10. So, schaut mal bei uns heute vorbei, Premiere. So, 7 von 10. Ja, Dreierstern. Für 800 V-Bucks. Von mir kriegt er auch 7 von 10. Ja. Er spricht jetzt, sofort spricht jetzt darauf an, Minecraft-Video. Also, wer sich für Minecraft interessiert, kann heute Abend mal vorbeigucken oder heute Mittag. Und ja. So, da haben wir 4,18 von 5 bei 11 Votes am 18. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Oh. 4 Mal seitdem 7 Reminders. Was? Seit dem 18. Was? Am wurde 18. released März. Am 18. März und ist bis dato nur 4-mal drin gewesen. Ja. Okay. Ist nicht gewöhnlich fertig. Am 9. Mai 2019 das letzte Mal drin gewesen. Ist auch noch nicht so lange her. So, dann haben. So, jetzt kommen wir zum Garnison. Und der Garnison, Halter Panzergranny Style, 800 V-Bucks. Ja. Ich finde den nicht so. Es geht. 5 von 10. 6 von 10. Und da haben wir ein Voting von 3,71 von 5 bei 24 Votes am 9. September 2018 das erste Mal drin gewesen. 9 Mal seitdem 31 Reminders. 31. Oh Gott, ich bin der Waschbär. Das letzte Mal am 9. Mai 2019. Ja, was denn? Ich bin der Waschbär. Was denn? Ich bin Waschbär. Achso.
Ja, dann kommen wir zu dem neuen Emote. Den gucken wir uns jetzt mal einen Ratschlag für 500 V-Bucks. Sag mal, dieses Endlosrad ist doch ähnlich gewesen. Was war denn da anders? Die Bewegung ging nicht. Ist dein Ernst? Ja, die Bewegung ging in eine andere Richtung. Ist das dein Ernst? Das soll der einzige Unterschied sein. Ja. Deswegen. Deswegen nochmal 500 V-Bucks reinputtern. Nein. Pass auf. Bei dem Endlosrad ging es, glaube ich, nach hinten. Und der hier machte das Rad nach vorne. Wow! War krass, oder? Hammer, wow. Oder? Ey, das ist schon nach vorne und hinten so. Leute, das ihr ist schon... habt jetzt hier das Video verlinkt. Diesen Endlosrad-Zeug da. Und vergleicht das mal. Oh Gott. Also, ich müsste wirklich mich total täuschen. Ich hab mir nicht angeguckt, Leute. Ich habe mir jetzt echt nicht nochmal angeguckt. Aber ich glaube, beim Endlosrad ging es nach hinten und der hier geht nach vorne. Wenn wir uns dann im Video anschauen. So, wenn euch das heutige Video gefallen hat. Soll ich ihn kaufen? Nein! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in den Kommentaren. Achso, wir haben noch gar keine Note drauf gegeben. Ja. Was gibst du für eine Note drauf? Ja, aber jetzt müssen wir doch mal raten, was die Note Leute geben. Also ich würde dem Emote 5 von 10 geben und ich jetzt mal, dass die Leute 5 von 5 geben. Ich gebe. Ist das eigentlich so ein Bewegungsding? Nee, ist es nicht, ne? Nein. Nein, das ist kein Bewegungsemote. Noch besser. Kriegt von mir 6 von 10 für 500 V-Bucks, 6 von 10. So, jetzt bin ich gespannt. Was kommt dabei raus? So, wo ist er denn? Ich habe gesagt 5 von 5. Wo ist denn das Teil? Ist es da unten? Nee, das ist ja geil. Hä? Du musst da hin. Da ist es. Alter. 4 von 5, ich sag 5 von 5. 4 von 5, klar. So. 4 von 5 bei 2 Votes. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, schaltet es wieder ein. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit uns oder mit mir oder wie auch immer. Macht's gut, bis dann und tschüss.